wenn ich unter Anstrengung, das heißt beim Treppensteigen, beim Spazierengehen, beim Einkauf tragen, merke, dass ich zunehmend Luftnot habe, dass ich vielleicht auch dicke Knöchel bekomme, die morgens verschwunden sind und abends immer dicker werden, dann ist es Zeit, zum Kardiologen zu gehen und das Thema Herzschwäche, Herzinsuffizienz analysieren zu lassen. Der Kardiologe kann bei diesen Beschwerden mit einer Blutprobe zur Bestimmung eines Biomarkers, dem sogenannten NT-proBNP, einem EKG, einer Blutdruckmessung und einem Ultraschall die Ursache dieser Leistungsminderung mit Luftnot unter Belastung herausfinden. Es kann sich zum Beispiel um ein Vorhofflimmern handeln, was sich heutzutage gut therapieren lässt. Es kann eine Herzklappe betroffen sein, die Durchblutung des Herzens kann gestört sein. Oder ich habe tatsächlich auch veränderte Blutdruckwerte, die medikamentös zu behandeln wären. Je nach Ursache können wir heute sehr viel für Patienten mit Herzschwäche tun. Und zwar auch so, dass der Patient nicht nur merkt, dass es nicht mehr schlechter wird, sondern häufig genug auch wirklich einen Leistungssprung verursachen. Das erste Schritt ist sicherlich sicherzustellen, dass die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels komplett erfolgt. Dazu ist ein sogenannter Herzkatheter mit möglicher Stenteinlage nach wie vor die Therapie der Wahl. Herzrhythmusstörungen würde man heutzutage auch in den meisten Fällen per Katheter behandeln und nicht mehr wie früher mit dauerhafter Medikamenteneinnahme. Aber auch die Medikamententherapie der Herzschwäche selbst, also einer Veränderung des Herzmuskels, geht ganz neue Wege. Althergebrachte Medikamente werden ersetzt durch neue Medikamente. Und hier sehen wir einen erheblichen Mehrwert für den Patienten in der Leistungsfähigkeit.